macht Ole da? Hast du ein Problem oder was? Okay, also, auf diesen Anblick, der hat dann mal einfach so einen lockeren geschützten 7-Tonner gehäutet ohne etwas, gebe ich erstmal einen Schluck Cola. Moment. Und ich erstmal einen Schluck Eiskaffee, den ich selbst gemacht habe. Selbstgemachter Eiskaffee. Gibt es etwas Besseres? Ich war zwar gestern bei Starbucks und hab da auch so einen Eiskaffee von denen mal getrunken, der war auch richtig geil, aber es gibt nichts über selbstgemachten Eiskaffee. Da kann Starbucks auch nicht mithalten. Obwohl ich diese neue Mischung von denen ausprobiert habe, was war das für eine Mischung? Ich hab den Namen vergessen. Es war der Name von irgendeinem Land. Ghana. Algerien und Algerien. Kenia Mischung, genau. Entkommst du nicht, Wabbelwesen? Ey, Grievous. Moment, ich muss grad mal deinen Controller anschließen. Oh, Akku leer. Ja, so. Flasche leer. Das ist dieses Zitat von einem deutschen Trainer, das ist ein Weg in die deutsche Synchro von Assassin's Creed Brotherhood gefunden hat. Geil. Da war im Englischen hat das mit der eigentlich nur gesagt, ey, what's up, mother, you alter Jim, weil sich sogar jetzt italienischen Akzent mit sich gemacht hat. Im Deutsch glauben, wir spielen die Flasche leer, alter hier. Das ist so geil. Einfach so legendär, das ist. Schweige Trapatoni hat sich in besten Assassin's Creed und somit auch in einer der besten Spiele aller Zeiten verewigt. Oh ja. Dieses Ding da im Hintergrund macht mir echt Angst. Weil er hat ja im Untertitel habe ich irgendwie Wettergerät gelesen, was er doch auch unter anderem Gesogo in Q-Force benutzte. Um diese Stürme zu verursachen. Und Quark hat es eigentlich erschaffen. Er wird immer die Sonne scheint, wenn der galaktische Präsident gerade da ist. Toll! Das war diese epische Stelle mit dem Tronolo. Hast du es überhaupt gesehen? Nein. Das ist so geil. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch let's playen. Naja, müssen wir erstmal die Q-Force so holen. Ja, so. Und dann davor noch ein bisschen, dann wird schon vielleicht 3 Multiplayer trainieren. Ja, ja. Wie ist denn mit meiner klassischen Steuerung, wo ich dann viel besser bin als mit dieser Multiplayer-Ansicht? Moment, da lang. Den Ratchet & Clank Podcast, den können wir jetzt auch bald machen. Genau, ich weiß nur noch, dass ich am Samstag weg bin, irgendwo auf einem Party oder so. Vielleicht gehe ich nochmal eine Woche an den See, ich weiß es nicht. Gut, das müssen wir dann eben gucken, aber eigentlich an sich ist alles vorbereitet. Wir müssen halt nur noch die Zeit finden, um das zu machen. Der Rest, ja. Man muss ja auch bedenken, ich muss danach ja auch noch einiges schneiden, deswegen. Ich würde das nämlich. Genau. Das war gerade der Mega-Niveau-Spruch hier. Ja, unglaublich. Wunderbar. Ich komme damit gar nicht klar, du. Wie praktisch. Wolfgang! Schon lange nichts mehr von Ole gehört, wo ist denn der hier? Wette, Ole, der wird hier irgendwo rumlästern. Au! Er hat mich getroffen. Oh Gott, der Mann. Das ist nicht gut. Ist ein bisschen gefährlich hier noch. Boah. Oh. Wie ich mich einfach wieder in kein Millimeter bewege. Oh. Oh shit. Okay. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Wieso, wenn du jetzt rutscht, springst du das Teil nochmal für einen Frame um und füllst rein. Ich bin rein, super. Oh, da ist er noch. Oh. Hast du ein Problem, oder was? Ich erwähnt habe, hier Ola hat den Weltraumpiraten irgendwo über dem Auge kleben, den man auch kaum sieht. Mancher Rotz ist ein... Mann! Hast du ein Problem, oder was? Okay, anscheinend schlägt Ole nur einmal zu. Mann! Die Probleme, die er kaputt schlägt, sind so schön markiert. Mann!
Mann! Man erkennt hast du ein Problem genau, oder was? Die sind nämlich heller als die anderen. Mann! Hast du ein Problem oder was? Bam, 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 bam. Holy Moses, da ist der. Tadeus ist mir nicht glauben, oder? Sind ziemlich hilfreich. Das ist Tadeus. Tadeus hab ich umgebracht. Dabei ist er doch in diesem Spiel so harmlos. Der hat trotzdem umgebracht. Ja, ja, Nefarius, du kriegst ja Hilfe. Ich habe einen Holoscast von diesem Wettergerät an einen Terrasnoiden-Freund von mir geschickt. Und der sagt, es sei eine Wetterabwandlungssystemplattform. Eine Wasp. Offenbar stößt die Elektronen in die Wolken aus, um starke Gewitter zu erzeugen. Und haltet euch fest, patentiert wurde sie von einem gewissen Nemo Winkelmeier. Das ist Dr. Kreuz, alter Partner! Glaubst du, er steuert die Enteris? Lass uns da nicht zu voreilig sein! Ich versuch mal, mehr über diesen Dr. Winkelmeier herauszufinden. Ja. Yeah. Das war ja auch gar nicht offensichtlich, dass der das ist. Nein! Oh, oh, fuck! Ich dachte gerade, dass der diese Drohne, die der Civil Band ist. Ja. Das hab ich auch erst gesagt. Au! Ich habe mich für dich in die Kugel geworfen. Und dann noch einmal. Ja, mir egal. Ja. Ich glaube, es war nicht so. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Hä? Woher kennst du das denn? Woher kennst du das? Irgendwo habe ich einfach gerade geraten. Das ist von Trailer Park, das ist eine Rap-Crew. Oh! Ich muss wohl zur Rap-Crew. Ey, Bitch! Goddammit! Ey, der hat doch gerade gar nicht geschossen! Der hat doch gerade gar nicht geschossen, woran bist du gestorben? Herzinfarkt. Wir sind du bist ein Roboter! Hätten wir Ratchet und Quark genommen, hätten wir jetzt dieses Problem nicht. Jetzt bestimmt kein Herzinfarkt bekommen. Oh, verdammt. Und ich kann dir eine neue Raumstation leisten. Sterbt. Könnt doch, geh mal mit dir hoch, wie ist denn das? Ja, toll, Kamera. Oh. Oh. Nein, nein. Nein. Ah! Ah! Oh. Nein, nein. No. Wow. Der oh Mann, ich war schon in dieser Zoom-Ansicht, wusselt er mir ein. Wow, jetzt dreht sich die Kamera. Ich hin, war doch, hier war doch was. Ja, das haben wir schon kaputt geschossen. Theoretisch gesehen hätten wir die ganze Zeit weitergehen können, wenn die Kamera es uns erlaubt hätte. Weil das, dieser Steg da war da schon die ganze Zeit. Spring rein! Oh, oh, was bekommen wir? Was bekommen wir? Hey, was? Irgendein ja, hab ich doch. Ja, das hat sich gerade von völlig allein umgeschlagen. Egal. Was läuft eigentlich bei dir gerade für ein Film? Wir spielen weiter dasselbe Spiel, dasselbe Gebiet, aber trotzdem, ich sag nur. Das ist der Zocker-Crew-Fluch. Egal welches scheiß Spiel wir spielen, wir entdecken lauter behinderte Bugs. Wenn er bei, oh, bei Saints Row Patze fährt bei sich, bei dir bleibt einfach stehen. Mich wundert, dass wir bei Assassin's Creed noch nichts entdeckt haben. Also bei Assassin's Creed 2 zumindest. Beim ersten Teil haben wir ja mehr als genug Bugs entdeckt, was das angeht. Also zu alter ihr Handbewegungen. So, ne? Oder wenn er um der Ecke schon, deine Backe, der. Ich meine, ich in der Aufnahmesession verloren gegangen ist, bei so einer Spiel mit so einer Taschendiebstahl-Mission, wo halt die DSA noch nicht abgeglitscht ist, eine kurze oder Handfest auf einmal so über die Schultern ins Leben. Oh, was ist das? So nach dem Motto.
Oh, stimmt. Jetzt haben wir hier Eber. Eber. Hast du freigeschaltet oder warum? Ja, jetzt habe ich freigeschaltet. Und wie? Waffe aufgerüstet. Ach so. Okay. Und der und die greifen Feinde auch an. Oh. Next Level Shit. Ja, du, die wird mächtiger und mächtiger mit jedem Tag, der vergeht. Oh ja. Wir sorgen dafür, dass Dugi zur mächtigsten Kreatur wird. Guck mal, wir brauchen gar nichts mehr machen. Dugi macht das schon ganz alleine. Die mobben den voll. Sie haben ihn gegen die Wand gemobbt. Der ist für mich schon außerhalb. Mr. Zuckern hilft auch. Oh shit. Okay. Zuckern ist gerade in einer riesigen Atomexplosion. Auch eine Aufrüstung. Okay. Au. Okay, wenn du die Dugis töten willst, musst du einer von ihnen werden. Alter. Oh, Jared! Jared! Oh. Jared! Nein! Oh, Hallöchen! Ich dachte, es wäre niemand mehr in der Stadt. Wie kann ich behilflich sein? Wir sind auf dem Weg zum Terrawatt-Wald, um Dr. Croy zu treffen. Gibt es hier irgendwo einen Bahnhof? Drüben am Leuchtturm ist ein Bahnhof. Ich würde euch ja hinbringen, aber für Boote ist das Wasser zu gefährlich. Die Ephemeris brachte letzten Monat diese Wasp an, um eine natürliche Umgebung für die Sepiganten zu schaffen. Der Sturm hat alle aus der Stadt vertrieben. Ich glaube, da können wir helfen. Wie erreichen wir die Plattform? Also, die Sammler schießen mit dieser Kanone Nahrung zum Sepiganten. Ich nehme an, dass ihr damit die Plattform erreichen könnt. Diese Tentakel kamen mir doch gleich bekannt vor. Sepiganten sind Meeresräuber und leben eigentlich auf Rebrohr. Meist nehmen sie Truppen auf und sammeln Nahrung für ihren König. Wir führen am besten einen Geoscan-Gegend durch. Nicht, dass die Jungs auf einen König stoßen. Es gibt jetzt mehrere Oles, die kleinen Helfer-Oles und dann eben wahren Ole. Oh. Alle Systeme einsatzbereit. Doch, die Frage ist, reagiert schon wieder neben. Oh, ist das da der Problem oder was? Nein, das ist nur. Siehst. Nee, man hat nämlich gesehen, das ist noch einer der kleinen Oles. Das? Das ist eine kleine Oles? Ja, das ist einer der kleinen Oles. Hast du ein Problem oder was? Bahn! Keine Panik, Jungs! Wir kennen uns mit dieser Kreatur aus! Hä, wo bin ich? Hä? Hat er mich gerade vergessen? Bahn! Hä? Was? Nein! Nein, du läufst rein, du hört mich im Maul! Bahn! Bahn! Ah! Bahn! Goddammit! Bahn! Ich hab euch gerade mal polnisch durchgeblickt! Bahn! Oh! Bahn! Bahn! Das ist ein... Bahn! Okay. Ja, das ist eine der Kleinen. Ja, das ist ja... schön. Hä? Wie dämlich. Okay, die Ohren sind anscheinend nicht besonders schlau. Nein, das ist mir so geniegust aus, LP. Er greift nach einem Fisch und ignoriert einfach mal, dass er fett geschossen wird. Ist nicht auf, weil... Ich bin auch vor seinem Maul! Nein! Oh! Bahn! Sau! Ah! Bahn! Mini-Ole. Mini-Ole! Mini-Ole mit einer Größe von 15 Metern! Verdammt, Mini-Ole! Ole ist na, shit! Ole, Ole, Gears! Fuck you, Ole! Hast du ein Problem, oder was? Ah, shit. Hast du ein Problem oder was? Ja, hast du ein Problem oder was, Mann? Oh, wow. Bahn! Davon müsste man so einen Remix erstellen, oder? Oh. Bahn! Ich bin von Glorious Busters, die Hitler zu nein, ja, ich hab keine Probleme mehr.
Segmente, nachdem wir das Teil wieder rausgeholt haben, ist die Platte wieder aktiviert sein. Du musst da. Okay, vielleicht hätte ich doch lieber. Ja, wo bist du? Ich weiß es nicht. Hey, du bist gerade wieder raus ausgespuckt worden. Wir haben online eine Anleitung gefunden. Offenbar ist die Haut des Semiganten gepanzert. Ah, da hat die Plattform. Die Kreatur ist verwundbar. Stirb. Fuck you, Ole. Fuck you. Was? Feuer, fuck Feuer. You. Feuer frei. Das hast du ihn immer noch auf Level 1. Kannst du den nicht mehr upgraden? Wenn wir den beide upgraden, ist er glaube ich noch stärker. Mega fett. Oh. Ich wollte ihn überfüllen. War gerade im richtigen Zeitpunkt. Ja, ganz genau. Also wenn wir beide auf den schießen damit, dann zocken wir dem eigentlich relativ schnell hier. Vor allem, wenn man hier so unter seinem Bauch steht, und das nicht. Nee, es ist nur ein Fall. Wir haben schon eine Kiste. Oleg, stirb! Ey, Oleg. Ich nicht. Ja, als ich den meisten kleinen Unterschied da ein bisschen ist gelöst. Nein, Ole ist. Mescaline-Version. Ja, die untrainierte von Oleg, die sehr, sehr untrainierte. Nicht, dass Oleg schwach ist, nur Oleg ist. Ja, doppelt von dem Gorilla locker.